Da sind wir bei Spiel Nummer 4, Mrs. Pac-Man, und das ist eben wie schon nicht mehr im Bundle, sondern das gibt es eben als Extra, wenn man so will, als DLC, geht aber auch als Standalone-DLC, also das ist schon machbar. Das ist Mrs. Pac-Man hier bei der Arcade Game Series von Bandai Namco, und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass Mrs. Pac-Man sau, sau geil ist. Das Ding ist übrigens auch auf dem Atari 2600 unglaublich scheißen geil. Also wer über Pac-Man lästert, was ich damals nicht getan habe, was ich auch bis heute nicht tue, Mrs. Pac-Man hingegen ist sau, 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 sau geil. Junior Pac-Man ist okay, war jetzt nicht mehr so genial, aber das Ding ist schon klasse. Und die Vorgeschichte von Mrs. Pac-Man ist ja auch so, dass es eigentlich gar kein Mrs. Pac-Man war, sondern da haben Leute das programmiert und ja. Namco hat das mitgekriegt und gesagt, ja, dann machen wir das doch mal zu Mrs. Pac-Man. Und die Idee war, wie schon gesagt, gar nicht doof. Ihr seht, wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen. Ja, nicht nur, dass Mrs. Pac-Man diese wunderschöne Schleife hat und ich schon wieder ein Achievement habe. Was ja richtig hier mal eine Leistung ist. Es steuert sich übrigens hier gefühlt besser, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist das auch das, was dann wirklich tatsächlich das erste war, was zusätzlich kam, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was überdacht haben. Das kommt mir jetzt ein bisschen von der Steuerung fairer vor. Vielleicht war das Ding auch im Arcade fairer, das kann ich jetzt nicht mehr vergleichen, aber. Uah, gut, da brauche ich nicht überlegen. Das hat nichts mit Fairness mit zu tun, weil da kann ich nie überleben. Aber sonst ist ein absoluter Klassiker. Da macht man nichts verkehrt. Die geilste Torte oder die geilste Pizza der Videospielwelt. Einfach nur ein heißer Feger. So, zack. Machen wir nächstes Level. Und da wird es auch dann schneller. Und das merkt man auch. Das macht auch wirklich richtig Laune. Na, komm. Nein. Boah, das war super Dusel. Ah, geil. Alle Geister. Dafür gab es ein verdientes Achievement. Das schafft man sowieso nur alle Jubeljahre. Aber trotzdem, das macht Spaß. Also das kann ich auch nur Leuten empfehlen, die Arcades nicht mehr kennen. Arcades mussten ja einigermaßen hart sein, aber gleichzeitig mussten sie auch so immer im System sein. Du kannst relativ schnell was erreichen, weil, wie gesagt, ne, geht daran, ohne viel großartige Geschichte, Gas geben. Oh, habe ich schon mal ein Achievement. Ja. Freileben oder was habe ich da jetzt gerade erreicht? Was hat da gerade geklingelt? Komm. Ja, zack. Immer diese ganze Gemüsekacke essen. Nicht nur, dass es gesund ist, gibt auch Achievements. Und darauf kommt es auch an in unserer Welt. Ah. Ah. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Powerpillen. Das könnte doof enden. So, das sieht. Nein! Boah, du! Ja gut, das brauche ich nicht. Das war kein Dusel mehr. Das war chancenlos. So. Mach keinen Mist. Nein! Nick! Ah. Ist das hier Inky und Dingenskirchen? Oder ist das Clyde? Einer von den Typen ist ja immer das Nervigste gewesen. Ich glaube, das war das rote Gespenst. So. Nochmal ein Level. Ja, aber wie gesagt, das geht vollkommen in Ordnung. Also das spielt sich bis jetzt auch am besten. Aber dann gibt es auch. Hilfe! Na, das war so klar.
Game over, ne? Game over, man. Game over. So, Speicher. So, dann können wir mal eben Spiel zurücksetzen. Mach mal. Blinky. Natürlich war das Blinky, der alte Affenkrupp. So, was haben wir denn hier? Spieleinstellungen, was gibt's denn da Neues? den 142er Bug. Okay, also hier war dann dementsprechend in Level 142 Ende. Okay, was man alles so Schönes noch erfährt, gucken wir uns den Spielablauf an. Bewege Mrs. Pac-Man mit Hilfe der Richtungstasten und friss alle Pack-Punkte. Um die Stufe abzuschließen, wird Mrs. Pac-Man durch einen Geist gefangen, verlierst du ein Leben. Das ist richtig. Wenn du eine Powerpille isst, werden die Geister blau und können gefressen werden. Powerpillen wirken nur für kurze Zeit. Friss mehrere blaue Geister nacheinander, bevor die Wirkung der Powerpille nachlässt, um Punkte zu sammeln. Es erscheinen Früchte, sobald du eine bestimmte Anzahl an Packpunkten gefressen hast. Isst die Früchte, um Bonuspunkte zu erhalten. Ja, mehr ist auch nicht. Jetzt können wir nochmal eben gucken. Haben wir da noch irgendwas in dieser Geschichte? Was ein bisschen spannender aussieht. Ja, das sieht ein bisschen wilder aus. Ja, die haben immer so diese PAL Plus Sachen rausgemacht. Wie Sue. Was? Wie Sue. Heißt der jetzt ein Geist anders? Was ist denn da los? Was ist das? Wurde er gefeuert? Was ist das für eine traurige Geschichte als Geist? Finde ich nicht so gut. Das verdient er nicht. Der verdient besser. Save Sue oder bring Sue to was auch immer. Ja, das war die Arcade Game Series. Eben mit Pac-Man, Dig Dug, Galaga und Mrs. Pac-Man. Müsst ihr überlegen, ob euch sowas ein Zehner wert ist. Wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwelche Leute, die sagen, nee, geh ich auf net.to. Ja, das ist mir schon klar, aber ich weiß es nicht. Also, ich finde es von der Macher okay. Wahrscheinlich für 1 oder 2 Euro wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen als für 2,5 bis 3, aber nun gut. Kann man auch nicht machen. Ich habe auch noch eine andere Collection, die zeige ich euch auch nochmal. Die finde ich interessanter, die finde ich auch vom Finanziellen besser. Aber das ist hier, ich sag mal, schon ein bisschen teurer als die Atari World zum Beispiel. Und das andere, was ich euch dann zeigen will, ist dann auch günstiger. Aber das ist halt nur mein Namco, ne? Das kennen wir mal. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet an den 4 Games, folgt mir einfach auf Steam. Ne? Macht mal Videos von euch dazu. Schreibt mal, welche Versionen, mal von den Arcades mal abgesehen, welche Versionen ihr von den 4 Games besonders geil findet, auf welchem System. Kann ich da vielleicht auch nochmal was zeigen. Ansonsten sonst, ne? Das Übliche. Abonnieren, kommentieren, bewerten und dann sehen wir uns bald wieder, wenn ihr da Lust habt. Bis dann.